Spaß, vor allen Dingen erstmal. Ein Anruf von Anke Bramlage, die gefragt hat, kannst du dir vorstellen, was im Botanischen Garten zu machen oder im Bürgerpark? Und da habe ich gedacht, Bürgerpark habe ich schon mal gemacht, Botanischer Garten noch nie. Und da hatte ich echt richtig Lust zu. Genau, und wir haben uns da das erste Mal getroffen, dann Anke Bramlage und ich hatten dann einen Termin abgemacht. Waren noch andere Künstler dabei, zwei Musiker, die mit Heaven da dann aufgetreten sind, haben uns getroffen und waren oben auf dieser Aussichtsplattform und konnten runtergucken, wo ich dann auch spielen wollte, wo dann nachher die anderen dann auch ihre Musik gemacht haben. Und es war einfach, ja, von daher erstmal schön. Also das war schon mal besonders, ja, überhaupt da zu stehen auf dieser Balustrade, ich weiß nicht, ob du das kennst, ist einfach wunderschön da im Botanischen Garten. Dann habe ich Kontakt aufgenommen mit einer Frau Bouillon, die da eben arbeitet und die war total angetan, also von dem, dass da diese Performance, dass überhaupt diese Veranstaltungen da stattfinden, das macht Spaß, du bist mit einer Institution zusammen, also da mit der Uni also das ist ja ein Teil der Universität. Und auf so eine Resonanz zu stoßen, ne, dass die da einfach so offen für waren. Dann habe ich gesagt, ja, wir suchen halt auch noch Gedichte, die irgendwie mit Natur oder mit Pflanzen zu tun haben. Ja, und dann schickte sie mir ein Gedicht, hat gesagt, hier, ich habe hier eins gefunden. Und das habe ich dann auch gleich mitgebracht. Ne? Daraus ist dann so ein kleines Gedicht entstanden, den Gärtnern. Also ich lese jetzt nicht das Gedicht vor, aber das fand ich total schön, weil ich das Gefühl hatte, ja, da ist auch nochmal ein Impuls woanders rübergegangen. Und das ist auch das, was ich gerne mit meiner Kunst erreichen möchte, Impulse setzen. Aber ich glaube, dass die Kommunikation untereinander einfach noch viel schöner werden kann, wertschätzender, dass wir noch mehr vielleicht irgendwie, dass es was gibt, dass man gemeinsam wirklich Projekte erarbeitet. Das ist ja jetzt schon angedacht mit dem nächsten Jahr. Das ist nun mal, ne, ist ja das Thema Frieden und das können wir uns ja echt, können wir sagen, okay, da haben wir nächstes Jahr die Chance. Und auf der anderen Seite denke ich, wäre schön, wenn es nicht gerade so absolut aktuell wäre.